Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Breath of Winter. Ja, wir starten aus dem Hauptmenü, weil heute gab es eine interessante Überraschung. Wir wurden nämlich auf Version 1.61 gepatcht oder 1.61. Was einfach mal so aus dem Nichts kam, als ich Steam gestartet habe. Ja, und das, der Patch soll einige Verbesserungen gebracht haben, was ich in den Patchlogs gelesen habe, in den Patchnotes. Unter anderem haben wir jetzt Borderless Window. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir das schon immer hatten, aber ich glaube nicht. Dann wurde dieser Fehler behoben, den wir Border of Dawn hatten mit dem Infinite Spawn. Also das in Falumsheim, wo die ganzen Scharfschützen gespawnt sind und auch im atmenden Wald, was unser Spiel gecrashed hat. Das sollte jetzt alles nicht mehr passieren, was uns ja leider nicht viel bringt, weil wir haben beide schon, wir haben Order of Dawn schon durch. Ja. AI-Verbesserungen soll es geben, was unsere Fernkämpfe angeht. Unser Avatar soll jetzt auch automatisch Fernkampf benutzen, wenn er Fernkampf erfährt, was praktisch für unseren Order of Dawn Avatar nachher ist in Shadow of the Phoenix. Irgendwas mit dem Fog of War beim Spielstandladen soll sich verändert haben. Mal gucken. Deswegen habe ich jetzt im Hauptmenü gestartet, dass wir zusammen unseren Spielstand laden. Oh ja, und das UI-Scaling soll jetzt auch richtig funktionieren, scheinbar. Da haben ja auch bestimmte Sachen irgendwie nicht ganz funktioniert. Mal gucken. Also wir laden unser Backup, wo wir gerade dabei waren, unsere Armee weiter aufzubauen, und gucken mal, wie wir hier vorankommen. Wenn nicht, müssen wir wirklich unsere Armee nach unten bewegen und unten weitere Türme aufbauen, die wir als Unterstützung nehmen. Also ja, unsere Truppen sind da. Außerdem soll sich was mit dem Spawn-Timer von bestimmten Einheiten geändert haben. Gucken wir mal. Also die Ausbildungszeit von bestimmten Einheiten soll sich geändert haben. Oh, und da legt sich der Fog of War über das Gebiet. Ja, also das hier sieht schon mal richtig aus. Das ist ein Hinterhalt. An Auren sollen sie übrigens auch was gebastelt haben, habe ich gelesen. Runenkrieger zu mir! Das heißt, die Zwergenheiler sollten endlich mal etwas nützlicher sein. Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Jawohl, alles klar! Wir werden angegriffen! Aber erstmal müssen wir weiter Eisen sammeln. Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! So. Das heißt auch hier, ja. Wir werden angegriffen. Wurde ein bisschen was an den Charakteren gedreht. Sie sehen jetzt irgendwie komisch langgezogen aus, muss ich sagen. Und hier bist du auch nicht, noch nicht ganz richtig irgendwie, Kumpel.
Ah, dafür haben sie das hier jetzt richtig skaliert. Die Runen passen jetzt auch richtig in die Sockel. Was ein bisschen groß und klobig jetzt aussieht. Also sie sind nicht mehr so klein wie hier drüben, sondern jetzt richtig angepasst. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Ah ja, um die hier loszuwerden, werde ich hier ein paar Türme errichten müssen. Die Linien müssen halten. So als zusätzliche Unterstützung. Linien müssen halten. Dann halten, Männer. Die Linien müssen halten. Dafür müssen wir aber erstmal noch das Eisen zusammenkriegen, um noch ein paar Truppen auszubilden. Bei Holz und Stein sollten wir mehr als genug haben, um weitere Türme zu bauen. Und ja, es wird wieder Nacht, das heißt, es kommen bald wieder Luciens. Was wir halt nicht dürfen, ist den Greif verlieren, sonst wird's blöd. Och, wir haben jetzt mal eine kurze Verschnaufpause. Gut. Die Frage ist nur, für wie lang. Wir sind bereit. Jawohl. Also ja, das UI eskaliert jetzt richtig. Das ist schon mal gut. Okay, die Verschnaufpause hebt nicht lang. Da kommen nämlich schon die nächsten. Und da kommen die Lucien. Oder Luciens. Oder Lucins. Die Lykaner halt. Blutfang, Nachtheuler, Würger. Aber da kommt eine etwas bösere Truppe. Also sie hat einen Schreckensritter dabei. Und da kommt Trolle. Runenkrieger zu mir! Standhalten, Männer! Na toll, die Luciens, die buffen auch noch die Elfen. Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Runenkrieger zu mir! Wir werden angegriffen! Also nein, die Angriffe reißen definitiv nicht ab. Wir brauchen da unten Türme. Dafür brauchen wir erstmal Verteidiger, damit wir die Türme überhaupt hochziehen können.
Das ist ein Hinterhalt. Die Stadt wird angegriffen. Wir werden angegriffen. Verfügt über mich. Wir werden angegriffen. Verteidigt unsere Stadt. Okay. Hier bin ich. Wird sofort erledigt. Oh, der hat was gedroppt. Oh, und da ist noch einer, der was gedroppt hat. Verfügt über mich. Habe verstanden. So. Schützenturm ist repariert. Wir haben bald das Eisen für 5 weitere Paladine. Und ja, was anderes als Paladin ausbilden bringt uns nichts gerade. Gut, ein paar Heiler dann noch. Drohnenkrieger zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Linien müssen halten! Wir werden angegriffen! Okay, mich selber mal heilen. Vorsicht, Gegner! Klingentänzer kommen jetzt auch noch. Oh, und der da. Dann halten, Männer! Lassen wir uns mal zurückfallen, da können die Truppen helfen. Dann halten, Männer! Erwarte euer Gebiet Kommando! Sichern. Dann halten, Männer! Wir werden angegriffen! Bereit für den Kampf! Augen offen halten! Gebt das Zeichen! Sind auf Feinde gestoßen! So, der Meister der Nacht, der muss weg. Vorsicht, Gegner! Sie haben es auf uns abgesehen! Hierin schütze uns! Mein Greif wurde verletzt! Erwarte euer Kommando! Sie haben es auf uns abgesehen! Ihr habt gerufen! Auf eilenden Schwingen! So, gut. Okay, die Uroks, die spawnen schon wieder nach. Da kommen schon wieder Dunkelelfen. Ich kann aber wieder die Paladine endlich ausbilden. Und wir haben schon fast die Hälfte an Eisen, was wir brauchen für die Kleriker. Ja? Hier an dieser Stelle Türme errichten, das sollte uns dann helfen. Und ja, gefühlt, die Paladine werden schneller ausgebildet. Ist schon mal gut. Und ja, das wäre echt gut, wenn die Dunkelelfen
langsam weniger werden. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegner. Vorsicht, Gegner. Erwarte Befehle. Erwarte euer Kommando. So hätte ich das gerne. Augen offen halten.